So, hallo und herzlich willkommen zur letzten Roomtour der Reise. Wir haben zwar noch einen Aufenthalt, aber den seht ihr dann im Vlog. Wir sind, ja, oder beziehungsweise ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, wieso Roomtour? Der Typ steht doch am Strand. Ja, gut, das ist jetzt unser Vorgarten. Wenn der Julius sich jetzt mal umdreht, da hinten, das kleine gelbe Haus auf der linken Seite ist unseres. Aber komplett. Das gehört uns tutti completi. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal hin. Und dann seht ihr unsere Räume. So, der Jojo steht jetzt mit der Kamera auf der Veranda vor unserem Haus. Wenn ich mal umdrehst, dann sieht man, wir haben noch einen kleinen überdachten Spot mit ein paar Liegestühlen und sowas. Wir sind auch schon mal vorhin da oben auf die Düne hochgeklettert. Von da oben hat man auch einen mega geilen Blick. Aber ist ein bisschen gefährlich. Ja, ein bisschen rutschig. Vielleicht kommen davon jetzt auch gleich mal ein paar Bilder, wie das von da oben ausschaut, wenn ich die vom Handy auf dem Laptop ziehe. Aber wenn man mal reinkommt, dann sieht man hier direkt ein Zimmer, ein großes Schlafzimmer. Mein Zimmer. Wenn man weitergeht, hier in der nächsten Tür. Abstellraum, schön mit Staubsauger und alles, dass wir auch mal wegen Dreck wegmachen können. Weil wir sind ein bisschen dreckig geworden beim Runtergehen wieder. Da hinter euch ist ein Gemeinschaftsschlafzimmer. Auch mit Direktausgang auf die Veranda. Und ja, hier steht der Jojo. Und ja, dann gehen wir weiter. Hier, hinter der Tür, versteckt sich das Badezimmer. Auch sehr schön eingerichtet, finde ich. Und man kann es endlich abschließen, weil im Hotel konnte man das ja nicht. Und ja, wenn man jetzt hier noch weitergeht, da haben wir hier Wohn- und Essbereich. Hier mit einer schönen Küche, auch mit einem großen Kühlschrank, kleinen Fernseher, ist ja auch nicht schlecht. Und was auch cool ist, hier von den Besitzern ein kleines Gastgeschenk, eine schöne Keksbox, natürlich voll mit Keksen. Und was es auch nicht oft gibt, wir haben hier wieder diese Willkommensmappen. Und das dann auf Französisch und Englisch. Also das ist wirklich ein Wunder, fast gesagt. Weil entweder ist es nur in der Landessprache oder verstehst du gar nicht. Und dann, wenn man nochmal aus dem Fenster guckt, wird man mit einem mega geilen Blick belohnt. Und dann würde ich sagen, wenn euch diese Unterkunft und das Video genauso gut gefallen wie uns, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, lasst einen Kommi da und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein!